Jo, da sind wir wieder in der Ruhestätte. Ich würde mal sagen, ich suche mal diesen einen NPC, damit ich diese komische Quest mit der Blume da kriegen tue. Ich weiß nur nicht genau, wo das sein wird. Aber auf jeden Fall muss es irgendwo in dem Areal sein, den ich hier nicht hundertprozentig erkundet habe hier unten. Und ich habe ganz vergessen, dass hier unten diese komischen Zombie-Dinger sind, da rechts. Achso, ich muss ja genau da lang, genau, stimmt ja. Hallo, komm mal hier hin, ja, ja, machst du gut? Das machst du gut. Oh, das ist aber sehr schnell tot. Du bist ja mal sehr schnell tot, das habe ich noch nicht gehabt. Hallo, da oben ist eine Bombe, Taschen. Ich will die Kohle da auch noch mitnehmen, wenn ich da dürfte. Danke. Gibt's hier noch irgendwelche Wände, die ich kaputt machen kann? Auf jeden Fall sehe ich da oben gerade eine Bodenplatte, die kaputt geht. Na, ich gehe lieber doch lieber nach links. Ich will wissen, was da oben ist. Da kann zwar nichts sein, da kann aber auch ein Item sein. Da kann auch aber einfach irgendwas sein. Okay, ich komme hier auf jeden Fall da schon mal nicht lang. Das war... Ja, hat sich ja sehr gelohnt, jetzt mal eben wieder zurückzulaufen. Von wo muss ich denn dann da hin, damit ich da die Bodenplatte aufbreche? Oder das ist der Rückweg. Das kann auch sein, damit ich hier nicht diese ganzen verdammten kaputten Böden habe. Nope. Ich weiß noch, dass du da unten bist. Ja, okay, hier haben wir das Ding. Das weiß ich noch. Und sonst so. Wie geht's jetzt? Hallo? Hier ist ein Weg, das weiß ich, dass da irgendwo noch irgendwo einer sein muss, wo ich hinkommen kann. Oh, hi. Was bist du denn für einer? So dunkel. Und mehr? Oh, mehr nicht. Mach dich mal weg von ihr. Du Toilettenpapieransammlung. Aber wo ist denn jetzt hier der Weg? Hier soll nämlich wirklich ein Weg sein, weil nämlich hier ein NPC irgendwo herumgammelt, der eine Quest gibt. Aber ich weiß nicht wo. Was mache ich da für einen Fehler? Warum benutze ich nicht einfach meinen Dash? So einfach, ey. Ich such den mal hier den Weg. Oh, wait a second. Ach, ich kann die Platte da oben kaputt machen. Okay, ich dachte, das ging nur, wenn ich da auf der Seite dann bin. Gut, ich hab den Weg gefunden. Das ging ja schnell. Da habe ich aber nicht erwartet, dass die Musik jetzt plötzlich anders wird. Oh, eine Bank. Super, hätte ich mich jetzt gar nicht heilen brauchen. Ist da rechts noch was? Ah, schade, da ist nicht mehr. Ist das das Haus von diesem NPC? Jupp, da ist er. Dachchen. Die graue Trauende. Ah, Mehon. Diese Welt. Diese grausame, sündige Welt. Warum erwacht Che? Che Guevara? Was? Warum bleibt Che hartnäckig? Ah, Lemur. Du kannst nicht von Ches großer Tragödie wissen. Wahre Liebe wurde getrennt, zwei Welten, die sich nicht treffen konnten. Und nun meldet Liebe, so lange tot, tot in so weiter Ferne, begraben, Moina? Ei, unter der verhassten Sippe, die unsere Einheit ablehnte, die Ches Äußerlichkeit ablehnte. Die redet ein bisschen merkwürdig, oder? Mal für eine kurze Sekunde wie ein Pirat, dann plötzlich auf einmal keine Ahnung mit irgendwelchen komischen Sachen. Dann sagt die plötzlich Moin mit einem A. Was? Sie fragte sich, Nalo, Nalo, könnte Che fragen? Könnte Che belasten? Wer ist Che? Lemer, würdest du, könntest du ein Geschenk zu ihrem Grab bringen? Okay, ich bin Lemer. Was heißt das jetzt? Ist das Französisch für Gefäß? Oder was? Das Geschenk ist vielleicht klein, aber der Weg ist weit. Sie ruht zwischen ihresgleichen in der Nähe der opulenten Zuflucht der Königin. Wäre so etwas möglich? Che fragt vielleicht das Unmögliche? Wahnsinn? Wenn Lemaire solch eine Aufgabe annimmt, wäre das ein Akt der Güte, den Che fast vergessen hätte. Ich schätze mal, mit Che bezeichnest du dich? Und was soll jetzt Che heißen? Ja, klar. Da ist ja die olle zierliche Blume.
Du gewährst eine seltene Wohltat, Lemer. Das ist der letzte Wunsch von Che. Dennoch soll Che anderen nie wieder eine Last aufbürden. Eine heilige Blume wird dargeboten. Sie ist ein seltenes, zierliches Objekt, einzigartig. Du musst sie wertschätzen, sie als dein eigen Herz betrachten. Falls du verletzt wirst, während du sie trägst, oder versuchst, auf diesen holpernden Transportkreaturen zu reiten, würde sie für immer zerstört werden. Ihr Grab liegt in der Mitte des überwucherten Anwesens der Königin. Es ist von ihresgleichen umgeben, die nicht freundlich zu Eindringlingen sind. Pass auf, Lemer. Ich setze meine Hoffnung auf dich und wünsche mir inständig, dass sich dieser kleine Trost erfüllt. Oh, da habe ich die olle Blume. Und ich muss zu den Gärten der Königin. Das ist ein langer Weg und vielleicht hätte ich diesen Weg vorher ablaufen sollen, weil nämlich diverse Gegner nämlich nicht respawnen, solange ich nicht an einer Bank gesessen habe. Also habe ich das jetzt quasi eigentlich alles schwieriger. Sagst du noch mehr? Okay, du sagst jetzt eigentlich in gewissermaßen genau dasselbe wie vorhin, nur in etwas anderer Formulierung. Okay. What? Ul? Nemeno? Nägel und Klauen. Warum muss das sein? Wer ist denn jetzt Nemeno? Meintest du Nemo? Sag mal, findet Nemo ist woanders. Okay, du sagst dasselbe. Ja gut, dann... Oh, das wird ja jetzt ein problematischer Weg. Gut, rein theoretisch dürfte ein brauchbarer Weg dann so aussehen, dass ich von hier aus vielleicht zur Bahn gehe. Angeblich soll nämlich die Bahn funktionieren, ansonsten wäre vielleicht es lieber über den Blauen See sicherer, weil einfach da ja so gut wie eigentlich gar kein Gegner ist. Und dann denke ich mal hier über den Nebeltal wieder zurück. Das dürfte ein längerer Weg sein, vor allem wegen diesen ganzen verdammten Quallen. Und dann dürfte ich dann irgendwann da unten ankommen, wo ich nämlich dann die Quest abgeben darf. Das dürfte ein ziemlich langer Weg sein, vor allem weil da so viel Mist dazwischen kommt und vor allem ist der gefährlichste Ort eigentlich die vergessene Wegkreuzung und die Nebelschlucht. Vor allem die Nebelschlucht, weil da ja die Dingensbums sind, die ganzen Quallen, die vor allen Dingen hier mit ihrer Homing-Missile-Scheiße da sind, ne? Ansonsten dürft's eigentlich gehen. Na gut. Dann versuchen wir mal uns mal an dieser ganzen Sache, ne? Ich habe übrigens das eine Ding da schon hier reingeholt, damit ich hier diesen Range-Angriff habe. Das kann ja was werden. Irgendwie habe ich das Gefühl, dass ich hier bei dem nächstbesten Gegner verrecken werde. Stimmt, der da unten ist auf jeden Fall irgendwo einer am Rumstehen. Kam von rechts einer, ich weiß es nicht. War der oben? Ja, der war oben. Aber links von mir ist einer, den habe ich getroffen. Okay, das macht leider nichts. Ah, cool. Macht eigentlich ganz gut Schaden. Finde ich. Doch mit 4 Treffern ist der platt gegangen. Finde ich doch gar nicht mal so schlecht als Angriff, der auf Range ist, der nicht unbedingt gerade so einen großen Schaden macht im Vergleich zum normalen Nagelangriff. Hier war, glaube ich, kein Gegner, oder? Nee, ich glaube, hier waren keine Gegner. War hier ein Gegner? Ich bin mir jetzt gerade echt nicht sicher. Ich muss echt aufpassen, dass ich hier nicht von irgendwas getroffen werde. Immer schön vorsichtig sein, so wie ich es versucht habe im Steel-Mode. Denn da habe ich ja auch größtenteils erstmal keinen Schaden bekommen am Anfang. Oh, wait a second, die Bahn ist ja gar nicht hier. Warum drücke ich denn auf Nein? Weil angeblich soll wirklich die Bahn funktionieren. Ich hoffe es mal. Nicht, dass ich jetzt gleich die Bahn benutze und auf einmal taucht dann unten links dann ein komplett anderes Item auf. Das wäre nicht so geil. So, ach nee, Quatsch, links von mir. Bahn benutzen. Konnte ich da gerade einen NPC anladen? Ah nee, der Ausgang ist nur einer sehr... Achso, die Ausgang... Tür ist auf der Seite, wo quasi nicht die Stühle sind, ja. Ich Depp. Aber ich guck mal lieber nach. Wo ist das Item? Da ist es ja. Ich noch intakt, ne? Von der grauen Trauernden in der ewigen Ruhestätte erhalten. Sie hat dich gebeten, die Blume auf das Grab ihrer Mantisgeliebten in den Gärten der Königin zu legen.
Die Blume ist sehr zerbrechlich und wird zerstört, wenn du Schaden nimmst oder die Hirschkäferwege benutzt. Angeblich soll das aber auch bei Teleportation nicht funktionieren. Hi. Zwei Treffer. Okay, ja, hallo, hallo, hallo. Ah, das funktioniert auch nach unten. Sehr nice. Ja, das soll angeblich auch bei der Teleportation nicht gerade funktionieren, was nicht gerade so toll ist, aber naja, was soll's. Ich muss nach unten erstmal. Nach unten, dann nach links, dann muss ich irgendeinen Weg nach oben wieder nehmen. Gab's hier nicht irgendwie so einen Bombentyp noch irgendwo auf dem Weg? Ja, genau da vorne. Und tschüss. Schon easy, wenn man alles aus der Ferne machen kann. Das wäre zum Beispiel so ein Gegner, der dies nicht respawnen würde, wenn ich den vorher erledigt hätte. Aber bis jetzt geht's ja noch. Immer schön vorsichtig machen, dann komme ich auch an am Ziel, ohne irgendwie Schaden zu kassieren. Über mir sind zwei Gegner. Jetzt nur noch einer. Ich glaube, der steht jetzt, glaube ich, nicht unbedingt im Weg. Weil der ist, glaube ich, rechts von mir. Oh, verdammt, da komme ich ja gar nicht hoch. Ah, den brauche ich auch gar nicht. Ich muss noch links hier. Oh, verdammt. Ja, okay, ich nehme mir ausgerechnet diesen Weg. Oh, okay. War wohl doch nicht so ein Problem, wie ich dachte. Mhm, zwei von diesen Viechern. Komm, kommst du mal näher? Hallo? Hallo? Ich möchte... Okay, okay. Was? Alter. Ich habe gar nicht gedacht, dass er mit dem dritten Hit tot wäre. Aber nee. Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, ich hau ab, ich hau ab. Verdammt. Oh hey, warte mal. Gerade noch so gesehen gehabt. Oh ne, da oben ist so einer. Ja, das ist Scheiße. Sehr problematische Stelle. Der wäre nämlich jetzt nicht wie gespawnt, wenn ich nicht an einer Bank gewesen wäre. Wobei, ich bin den ganzen Weg ja nicht abgelaufen, das ist ja blöde. Verdammt. Da oben gibt es aber auch keinen Weg. Risiko. Fuck it. Einmal treffen lassen und die Blume ist futsch, dann muss ich wieder zurück. Hallo? Na geht doch. Da vorne ist ein Bomber. Weg mit dir. Wo muss ich hin? Pilzöde, Nebelschlucht. Ich muss nach oben. War da oben einer? Nein. Okay. Stacheln. Das hätte jetzt nach hinten losgehen können, aber sowas von. War hier irgendwas? Okay. Nett, dass hier oben eine Geo-Vorkommen ist. Da ist schon wieder so ein blödes Vieh. Das, wie komme ich denn da jetzt wieder ran? Offensichtlich wieder gar nicht. Okay. Schön, dass du in die Stacheln gehen tust. Weniger Arbeit für mich. Warum kommt mir dieser komische Weg hier gerade nicht so bekannt vor? Hallo, Tachchen. Ciao, 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 ciao. Die ganzen blöden Fliegen brauche ich nicht. Zum Glück kann ich in die ganzen Säure hier nicht mehr sterben. Das ist das Schönste daran. Noch geiler wäre, wenn ich darin sogar geheilt werden würde. Achso, ja, stimmt ja. Ich muss ja hier lang. Gab's hier irgendwas? Ich hoffe mal nicht. Gib mir mal das Zeug hier. Ich bemerke gerade, nämlich offenbar kriege ich keine Seelen, wenn ich die wohl mit dem Range-Angriff treffe. Das kann jetzt problematisch werden. Ich will versuchen, mich nicht von den Großen da zu treffen lassen. Nein, Quatsch.
die Großen nicht zu treffen, damit ich möglichst diese ganzen blöden Homing-Missile-Scheiß-Gedöns nicht auslöse. Da unten ist auch noch eine Bombe, sehe ich gerade. Verdammt. Wo muss ich lang? Ah, ich muss noch weiter nach unten. Theoretisch ganz runter? Nee, Quatsch, ich gehe auf die zweite Ebene. Ist das die zweite Ebene? Ist das eine Bombe da unten? Okay, hier unten liegt keine Bombe. Das ist schön. Weil in diesen ganzen Eiern sind ja auch noch Bomben drin. Oh, klar. Hallo? Säure! Einfacher Weg! Mach dich weg, du blödes Zeugs. Wie viel vom Weg habe ich geschafft? Och nö, da oben ist einer. Vielleicht habe ich fast die Hälfte geschafft. Ich muss mal auf die große Map ganz kurz gucken. Hoffentlich greift mich währenddessen nichts an. Dürfte aber eigentlich nicht passieren. In diesem komischen Ort. Ich habe, glaube ich, mehr als die Hälfte sogar hinter mir schon. Ich muss da runter, dann komme ich nach links. Nach links, nach links. Was haben wir unten? Da ist Säure. Säure schön ausnutzen, dann kriege ich nämlich keinen Schaden. Zum Glück greift mich hier nichts aktiv an, ne? Würde dem nämlich jetzt gerade anders so sein, dann hätte ich jetzt wahrscheinlich mehr Probleme. Okay, das war nicht so knapp wie gedacht. Zum Glück. Oh, jetzt? Ich muss nach unten. Oh, scheiße, was mache ich da? Nein! Erst im Nachhinein bemerkt, was ich da gerade für einen Scheißfehler gemacht habe. Und jetzt darf ich wieder zurück zur verdammten Ruhestätte. Och, nö. Das scheint gerade sehr gut auszusehen. Ich habe nämlich gerade ein paar von diesen Quallen noch auseinandergenommen. Ich habe aber leider die Vermutung, dass das ein Großteil nicht im Weg gewesen ist. Und jetzt dürfte eigentlich, wenn ich mich nicht auf einer Parkbank setze, so einiges nicht mehr im Weg sein, was vorher mir vielleicht kleine Probleme bereitet hatte. Das dürfte ganz gut sein, weil dann habe ich den Weg ein klein wenig einfacher. Aber hey, ich habe den Weg ja jetzt so gut wie quasi fast ja hinter mir gehabt. Oh hey, neuer Text. Halt die Fresse, Motorrad! Nur weil wir vielleicht jetzt gerade 12 Grad haben, musst du nicht gleich hier irgendwie machen, als wäre es hier plötzlich Hochsommer. Gott, diese Vollpfosten manchmal, ey. Egal. Ull, why? Chess, heilige, kostbare, einzigartige Blume, ruiniert. Chess, Liebe, ihr allerletztes Geschenk wurde zerstört. Solches Leid für She, solcher Kummer. She dachte, sie könnte nicht mehr ertragen. Ich glaube jedoch, dass She noch eine Blume hat. Aber Lemaire, diese ist genauso heilig und genauso zerbrechlich. Wenn man solch eine Aufgabe annimmt, muss es das Mal kost... What? muss es das melkostbare Herz werden? Würde so etwas noch einmal versucht werden? Keine Ahnung, ja, glaub schon, gib mal her die Blume. Scheiß Motorrad draußen. Dann soll dir She diese neue, heilige, einzigartige Blume geben. Inwiefern ist die einzigartig, wenn sie komischerweise zweimal jetzt in deiner Tasche war? Das ist nicht gerade einzigartig. Wie Che bereits gesagt hat, wenn man sie trägt, wird sie so kostbar wie das eigene Herz. Falls du wieder verletzt wirst, während du sie trägst, oder versuchst auf diesen holpernden... Okay, das kennt man ja schon alles. Gut. Soll ich ein bisschen abkürzen? Na, ich tu ein bisschen abkürzen, ne? Chef, mach mal einen Cut. Das war hier gewesen, wo ich zuletzt gewesen war, oder? Ich glaube schon. Interessanterweise sind jetzt sogar noch weniger Gegner respawned, als gedacht. Nein, nicht gerespawnt, so rum. Weil irgendwie habe ich ein paar Gegner vermisst, die ich eigentlich erwartet hätte, aber... Nicht mein Problem, ne? Ich meine, umso weniger Probleme ich hier habe, durchzukommen, umso besser. Welchen Weg nehme ich? Nehme ich jetzt den da oben? Wobei, ich glaube, da waren, glaube ich, irgendwelche Dornen, oder?
Nee, Quatsch, da unten war ein Dorn. Oh, verdammt, ich weiß gerade nicht, welchen Weg ich nehmen möchte. Na komm, nehmen wir den direkt hier oben. Der direkt hier in der Nähe von mir ist. Habe ich die hier auseinandergenommen? Ja, genau, der rechte Weg ist frei. Der rechte Weg ist frei. Da waren keine Bomben, gut. So, der ist weg. Ich möchte hier durch. Ah ja, direkt nach links. Hier haben wir Säure gehabt. Okay, das kann ich noch ganz gut gebrauchen. Okay, ja. Das kann problematisch werden. Da oben sind auch solche Elektroviecher. Verdammt. Ehrlich gesagt, der Weg ist mir ein bisschen zu risky. Ich glaube, ich gehe dann doch lieber nach unten. Weil ich kann mich ja irren, aber ich glaube, da war einfach nur ein riesengroßes Dorngestrüpp nach unten hängend. Und das dürfte, denke ich mir mal, wesentlich weniger Probleme bereiten, als diese eine Ecke, wo ich jetzt die ganzen Dornen habe. Das ist zwar ein kleiner Umweg dann, aber whatever. Kann ich wenigstens den Weg nutzen, den ich vorhin abgelatscht bin, um zur Hirschkäferstation zu kommen. Ist da unten was? Ich hoffe nicht. Gut, da ist nichts gewesen. Ja, meine ich doch. Hier ist nur dieses olle Dorngestrüpp gewesen. Mehr nicht. Easy going, alles easy. Total einfach. Was ist da so ein Problem mit dieser Quest? Ne, die macht kein Problem. Ja, kommt noch. Bestimmt. Hallo Käfer, du machst die komischen Stacheln, wenn ich mich nicht irre, ne? Ich glaube schon. Jetzt machst du... Doch, du machst noch Stacheln. Hast du die geschossen oder... Okay. Ich wusste jetzt nicht, ob der die schießen tut oder ob der jetzt einfach nur da wie so ein Nagelkissen da in der Gegend herumliegt. Ich bleib lieber weiter weg von den Dingern. Wo muss ich lang? Ich muss nur noch nach links. Nur noch nach links, dann ein nach oben, dann wieder runter und dann bin ich fertig. Okay, hier haben wir wieder Stacheln. Ich glaube, die Plattform ging nach unten, oder? Ich glaube ja, oder nicht diese, aber zumindest ging auf jeden Fall irgendwo hier irgendwelche Platten nach unten. Mantis! Gut, der ist schon mal weg. Die Mantis-Viecher sind jetzt nicht gerade die, die ich hier sehen möchte, aber... Wird schon irgendwie. Hier lang? Okay, wirklich hier lang. Hi! Busch! Was unten? Da sind einfach nur Büsche. Okay, ich muss nach unten. Ich bin kurz vorm Ziel. Hau ab, Busch! Ich will dich nicht. Ich muss da lang. Jetzt bloß nicht gegen einen von diesen verdammten Dornen da kommen. Oh ja, Killer, willst du mich verarschen? Aha. Aha. Please. Okay. Ich bin am Grab. Das ist schön. Halleluja, ich hab die Quest fertig. Hey, mit dem zweiten Versuch. Warte mal, ist das nicht das Grab des Verräters? Hier schläft das Kind der Verräter. Ach, dann sind die Mantis plötzlich zu Verräter geworden, oder was? Wieso das denn? Oh. Ah, wobei doch, irgendwie vielleicht, die Königin ist ja hier und auch hier sind die Mantis, also könnte es wohl sein, dass vielleicht irgendwie die Königin irgendwas dagegen hatte, was ihr König gemacht hat, demzufolge dann abgehauen ist und lieber wohin gegangen ist, wo
nicht mit der Lehre herumexperimentiert worden ist, weil sie das einfach nicht gut gehießen hatte, was Bleiche König, oder wie hieß er nochmal? Ich glaube Bleiche König, ne? Was der da quasi mit der Lehre gemacht hat, was er davor hatte, um irgendwie Heilands Nest zu retten? Theoretisch, dass dann deswegen die Mantis dann als Verräter angesehen worden sind, weil hier ist ja, ne? Hier ist ja quasi mehr oder weniger die Heimat der Mantis. Nett. Kriege ich jetzt noch irgendwas dafür, wenn ich jetzt zurück zu der komischen Tante da gehe? Lemaire, hast du das getan? Ist das möglich? Die Grausamkeit dieser Welt, ich dachte, sie wäre überwältigend, aber Lemaire, solch großes Mitgefühl. Chees Liebe würde ihres Partners Herz über Äonen erkennen. Ist es das, Lemaire? Solches Leid kann enden? Chee kann enden? Ul, Enai, mein Schatz, Chee kann auch enden. Okay. War die jetzt eine Motte gewesen? Weil hier die Seherin, die ist ja auch irgendwie plötzlich zu Licht geworden. Und das sind Motten? Warum sind Motten komischerweise irgendwie was mit dem Licht? Merkwürdig. Naja. Es fehlt mir aber nur noch ein Fragment und ich habe keinen Schimmer, wo das sein soll. Ist das nicht vielleicht bei der Arena gewesen? Maybe, I don't know. Und ich habe ganz vergessen, dass ich noch nicht beim diesem Nagelschmied gewesen war, damit ich mein Upgrade holen kann. Das sollte ich mal dringend mal jetzt eben mal machen. Und dann würde ich mal sagen, gehe ich mal wieder zurück zur Arena und versuche mal die letzte Prüfung mal hinter mich zu bringen.